Das hier ist die Steamboat Stinger Survival. Und dieses Teil hat einen ganz klaren Vorteil. Einzelschuss, okay, ist umbaubar in eine Tactical oder eine Compact. Und es gibt noch etwas. Eingelegter Pfeil. Du kannst auch im Unterholz unterwegs sein beim Survival. Und der Schuss kann sie nicht lösen. Du kannst sie sogar runterfallen lassen und es passiert nichts. Wenn du jetzt sagst, René, das Bein drückt mich nicht, dann schau kurz zu. Das hier ist die Tactical und das ist auch bei vielen anderen Armbrüsten, Pistolenarmbrüsten, so wie zum Beispiel Alligator und sowieso und überhaupt. Schau mal her. Du kommst hier einmal an im Unterholz und das Ding geht los. Wenn du wissen willst, was die Survival kann und ob es auch mal das für dich ist, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Da ist sie nun, die Steamboat Stinger Survival. Dieses Teil gebe ich der billige Eigenwerbung natürlich den Link in meinen Shop. Dort ist übrigens auch Teil 2 von dem Video, nämlich eine Installationsanleitung, wie du das Ganze einsetzen kannst. Aber um das soll es nicht gehen. Den Vorteil habe ich dir jetzt gerade gezeigt. Und jetzt kannst du sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, ich verstehe. Denn wer eine Tactical hat und ja, eine Magazinarmbrust haben will, die halt eine klassische Magazinarmbrust ist, so schnell Speed-Shooting, der wird sagen, okay, was bringt mir das Einzelschussding? Ich glaube, dass ich das... Und übrigens, ich habe hier ein Geheimnis, daher bleibt dran, ich werde dann darüber sprechen. Du kannst das Teil nicht unabsichtlich abschießen. Und das ist der große Vorteil dabei. Jetzt kannst du sagen, interessiert mich auch nicht. Es gibt ja auch Armbrustsysteme, die ja nicht diese Kante hier haben. Wie ich gerade vorher gezeigt habe, bei der Tactical. Und das ist auch bei der Alligator so und bei Cobra und bei vielen anderen. Aber es gibt ja auch welche, die ein richtiges Schloss haben. Und das funktioniert auch gut. Aber wenn hier etwas bricht, wenn hier ein Fehler passiert, und ich kenne Kunden, denen ist das auch tatsächlich passiert, bei anderen Armbrüsten, bricht hier dieses Element und es löst sich der Pfeil. Und das kann dir bei dem Teil nicht passieren, weil es eine absolut mechanische Sicherung ist und das geht einfach nicht anders. Das ist Vorteil Nummer 1. Dann, es gibt eine Sicherung, die ist hier oben zu bedienen. Wie gesagt, wie man das installiert und wie man das Kimme-Korn-System einstellt, zeige ich dir noch. Du kannst jetzt hier entsichern. Ja, und dann klassisch schießen. Der Abzug, ja, der ist ein klassisch harter Abzug, so wie wir das von Steamboat kennen. Ist ganz einfach so. Aber gib mir noch ein bisschen Zeit. Du kannst das Teil auf diese Art und Weise spannen. Oder du kannst sie natürlich auch so spannen, wenn du magst. Standardmäßig ist ein 55 Pfund Wurfarm mit dabei. Du kannst auch einen 90 Pfund Wurfarm einbauen. Den kannst du auch so spannen, aber den würde ich eher von Hand spannen. Und da ist nämlich auch gleich die Frage, was ist dieses Teil hier? Es ist so, bei Steamboat ist es ja so, dass die, wie soll ich sagen, extra, warte mal kurz, so abziehen, genau, die hier vorne in diesem Bereich relativ viel Platz gelassen haben. Du kannst hier einen zweiten Wurfarm mit einbauen. Das heißt, du nimmst einen zweiten Wurfarm, schneidest den ab, setzt den vorne dazu rein und die Sache kann losgehen. Wenn du das sehen willst, wie das funktioniert, dann schreib mir bitte einen Kommentar. Ich will Tuning sehen, dann zeige ich hier, wie das geht und auch welche Affen Speed und Kraft da dahinter liegt. Übrigens, ich mag dich gleich bitten, dem Video Daumen nach oben zu geben und es zu teilen. Da mag ich mich bedanken dafür. Dankeschön. Aber zurück zum Thema. Und das kannst du damit tun. Und jetzt kann ich irgendwann nicht mehr mit dem hier spannen und auch nicht so spannen. Und für das gibt es dieses Teil hier. Und zwar durchsteigen, so wie man das bei großen Armbrüsten auch kennt. Das ist natürlich jetzt ein Witz, ja? Das ist ein Spiel hier jetzt in dem Fall, weil das ein 55 Pfund Wurfarm ist. Aber stell dir vor, du spannst hier zwei 55 Pfund Wurfarme ein oder einen 90er und einen 55er oder sonstiges, dann wird es mit dem Spannen nicht mehr so einfach und dann musst du hier hochziehen. Wird nicht anders gehen, auf alte Methode sozusagen, und dann bist du mit dabei. Ja, dann einen Pfeil einlegen. Und dann kann es schon losgehen. Welche Bolzen kannst du schießen? Alle Pistolen, Armbrustbolzen. Ich glaube 7,5 Zoll heißen die. Da gibt es zum Beispiel den Broadhead. Ja? Und auch da jetzt, ich meine, es ist ganz einfach so, ich sichere jetzt und es kann nicht abziehen. Und genau das ist der große Vorteil. Ja? Jetzt ist Steamboat ein internationaler Hersteller, die auch im amerikanischen Markt unterwegs sind. Es gibt dort ein Video, da schießt einer mit einem Standardwurfarm auf ein Wildschwein und erlegt es. Dass wir das hier in Österreich, Deutschland, der Schweiz nicht tun, hier gibt es keine Bogenjagd, hier ist das nicht weitgerecht, ist kein Thema und wir machen das nicht. Aber andere Länder, andere Sitten.
Und für diesen Bereich ist dann dieses Teil wieder eine Möglichkeit, denn der hat von einem Hochstand runtergeschossen. Da raufklettern, dann spannen und so hast du einfach das Teil sicher mit dabei, hast es vorgespannt, vielleicht auch den Bolzen eingelegt oder auch nicht. Ja, kann man den Bolzen jetzt auch so mit transportieren und erst dann später einlegen, aber ich mache dann keinen Lärm mehr beim Birschen und all diesen Dingen, ist das ja eine Möglichkeit. Wie gesagt, dass wir das hier in Österreich, Deutschland und der Schweiz nicht machen, das ist ganz klar. So, dann, dieses Teil hier hat ein integriertes Kimme-Korn-System, das sich auch verstellen lässt, nämlich links, rechts und nach oben, unten. Wie gesagt, komm auf meine Webseite, da gibt es ein Video, wo ich die Montage und auch das Einstellen von diesem Teil hier Schritt für Schritt erkläre. Würde hier jetzt nichts bringen. Dann natürlich den Übungsbolzen, den habe ich da auch schon gezeigt, das sind die blauen Übungsbolzen, die passen hier ganz locker rein. Billige Eingebung. Das gibt es natürlich alles bei mir im Shop. Wollte ich einfach nur gesagt haben. Eh ganz klar. Und auch hier, warte mal, also entsichern muss ich es auch. Und natürlich die guten alten Bodkins, auch die kannst du hier mitverwenden. Jetzt sichern, einlegen, schieben, bumm. Und da ist jetzt das erste Mal, dass ich sage, auf eine Stinger macht ein Zielfernrohr echt so richtig Sinn. Das hier ist die Compact, die als Pistolenarmbrust so ganz nah und ganz schnell gedacht ist. Zielfernrohr absolut sinnlos, das ist klar. Dann hier haben wir die Tactical. Ja? Wir haben hier im Sortiment, gebe ich da auch unten den Link, für die Leute, die das wollen, eine eigene Picatinny-Schiene, die wir auch selbst herstellen mit den Austria, die man da drauf bauen kann, drauf montieren kann, mit schräg oder gerad, so wie du das magst. Aber ich habe schon immer gesagt, als das Teil letztes Jahr im Sommer rausgekommen ist, ich bin der Meinung, dass dieser hohe Aufbau des Magazins einfach keinen Sinn macht zu umschießen auf diese Distanz. Du musst das ein. Es ist einfach ein Schaß, das ist eine Speed-Shooting, schnell tak, 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 für IPSC-Schießen, für Armbrust. Meine Meinung dazu, kannst du anders sehen. Ich weiß, dass es Kunden wollen, wir kaufen es auch wie verrückt, mach das, ist ja alles kein Problem. Aber das erste Mal sage ich, es gibt das Ding, wo es Sinn macht, das zu montieren, nämlich so Zielfernrohr. Weil schau mal her, bei der Survival bist du ganz nah, ganz tief unten und das Zielfernrohr ist genau an der richtigen Stelle. Die Abweichung zwischen Pfeil und der Seelinie, die du hier oben zur Verfügung hast, ist optimal. Es ist schmal, es ist genau so, ein ganz niedriger Aufbau, das ist genau das Richtige dafür. Und da bin ich der Meinung, da macht das auch wirklich richtig echt was her. Mir wurde auch schon die Frage gestellt, weil wir haben das Teil jetzt seit ein paar Tagen im Shop und Kunden fragen natürlich an, die eine Tactical haben und sagen, Reini, bei der Tactical, da gibt es vorne diesen Griff hier. Dieser Griff bei der Tactical ist aus dem Grund meiner Meinung nach sinnvoll, weil man damit diese Schnellschuss-Variante einsetzen kann. Du kannst diesen Griff hier natürlich auch auf die montieren, aber es macht einfach, wenn du das willst, ist es okay. Aber es ist nicht notwendig. Es ist einmal zum Spannen nicht notwendig. Außerdem ist das kein Speed-Shooting, also nicht für Schnellschießen. Daher sehe ich nicht als notwendig an, kannst du aber tun. Und die andere Frage, die mir gestellt wurde, ja, kann ich denn dieses Teil hier auf eine Tactical umbauen oder vice versa? Ja, natürlich. Wenn du hier, das ist ein ganz klassischer Unterteil von Stimbo. Und bei diesem Unterteil kannst du auch die Tactical draufbauen. Alles überhaupt kein Problem. Du kannst auch das in eine Compact umbauen. Also das geht alles. Und du kannst auch, wenn du eine Tactical hast und dir dieses Teil kaufst, auch hier wiederum umwechseln. Alles in sich eine Plattform. Und das ist das, was ich schon einmal gesagt habe, weil ich natürlich auch schon gewusst habe letztes Jahr, dass das hier in Planung ist. Nur ich habe ein NDA, also eine Vereinbarung, Verschwiegenheitspflicht mit Stimbo, so wie viele andere große YouTuber auch. Und daher halte ich mich daran, um das nicht zu erzählen. Aber ich habe es gewusst und habe mir gedacht, warum baue ich da ein Magazin oben drauf? Aber kann man natürlich tun und ich habe viele Kunden gemacht und macht es und ist auch Spaß. Aber jetzt ist es mal so richtig sinnvoll, weil ich habe noch was. Nämlich wieder zum Stichwort NDA, Non-Disclosure Agreement, glaube ich heißt das, also halt die Goschen-Vertrag. Das hier ist die Survival. Sehr cool, ja. Da drin ist etwas, das ein Upgrade-Kit ist. Ich werde es nicht zeigen, weil ich eben mit Stimbo, so wie andere große YouTuber, so ein Agreement hat, dass man da nicht drüber sprechen. Aber das wird im Laufe des Jahres 2022 kommen. Aber mit dem hier
wird das da, ich habe das Wort noch nie gesagt in der Öffentlichkeit, Affendittengeil. Komisches Wort, Affendittengeil, aber es wird's damit. Das heißt, das hier ist schon einmal meiner Meinung nach sehr gut, ein echter Vorteil für eine Einzelschussarmbrust. Für die, die wirklich eine Survival-Armbrust haben wollen, für Überleben in der Natur, eben wegen diesem Feature. Und es gibt dann auch noch eine andere Funktion, zeige dir, komm auf meine Webseite, da zeige ich dir das. Du kannst das hier als Schraubenschlüssel benutzen. Hier ist ein Imbusschlüssel mit verbaut. Siehst du auch hier, aber das, komm auf meine Webseite, da siehst du das. Du brauchst kein eigenes Werkzeug, wenn du das mit dabei hast, kannst du alles abbauen, kannst es alles demontieren, kannst sie zerlegen und wieder zusammenbauen. Also das ist einfach eine absolut geniale Sache. Du kannst auch ohne Zielfernrohr hier schießen, es ist einfach super. Aber mit dem, was da drin ist, ich werde es nicht hier zeigen, glaub es mir wirklich, wird das da, oh. Bisschen Geduld, paar Monate noch, im Laufe 2022 werden wir es lüften. Ja, so, das war's jetzt zu diesem Teil hier. Wenn du Fragen hast, stell sie uns sehr gerne. Schau dir auch das weiterführende Video auf meiner Webseite an, gebe ich dir unten den Link. Und ich bin mir jetzt auch sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der mit dem System noch nichts anfangen kann. Aber mit den Upgrades, das wirst du sehen, ist das ein absolutes Höllteil. Wenn du übrigens mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir auch unten den Link, kannst das Teil bei mir erwerben oder mit unseren, ja, Waldo Labaté, hört man hier, ja? Waldo Labaté, die Kühe, daher immer aufpassen. Aber egal, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, es gibt auch unsere Victorinox-Scheiden mit potentierten Öffenmechanismus. Den Reini Ross von Bushcraft Beaver fürs Überleben in der Natur hält das locker aus, hält das locker aus. Oder den Irbis, auch da gebe ich da unten den Link. Es hat mich sehr gefreut, dein Reini Rossmann, und Abo dalassen, das lohnt sich. Bis dann und ciao.